Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und Schöchi für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so ein kleines Kisten-Opening-Video präsentieren. Wir möchten einmal ein paar Partys in Kisten öffnen und dazu bin ich hier mit meinem DH schon einmal in BFA angelangt. Dort habe ich jetzt so die letzten Zonen durchgequestet, wo ich nur ein bisschen T-Mog brauche und nebenbei noch ein paar Chars mitgezogen, wie ihr seht, und dementsprechend auch ein paar Partys in Kisten aufgetrieben. Ich hoffe, dass da jetzt mit dem Demon Hunter das letzte Item drin ist, dass ich so langsam mal den Char abschließt, weil sonst muss ich Gebiete questen, wo ich quasi nur noch die Kisten farmen und keinen T-Mog in den Gebieten mehr habe und das möchte ich eher ungern machen. Drückt mir also die Daumen, 20 Kisten wollen wir aufmachen und ja, ich würde sagen, wir starten einmal durch. Brauchen tun wir einmal die Augenbinde der Illidari. Erste Kiste ist schon mal nix, haben wir einen Ring. Dann haben wir ein Trinket. Dann haben wir eine Glewe. Noch eine Glewe. Einmal Schuhe. Ich denke, wir werden noch ein paar mehr Gleven sehen. Einen Ring. Ein Trinket. Einmal Schultern. Einen Umhang. Oh boy. Meine Fälle schwimmen schon wieder davon. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da ist das Ding drin. Die Augenbinde der Illidari. Gut, dann machen wir jetzt trotzdem nochmal die anderen Kisten auf. Und ja, das freut mich sehr, 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 weil ich weiß nicht, wie viele DH-Kisten ich jetzt schon aufgemacht habe. Während ich den DH quasi die Kisten gefarmt habe, habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele andere Klassen nebenbei die Kisten fertig gemacht. Ich habe ja meistens zwei Max-Level-Chars dabei. In dem Fall war es hier der Shami, ne? Ihr seht, ich brauche ja noch auch vom Shami ein Item. Und dann habe ich noch zwei Low-Chars mitgezogen. Ich brauchte hier in den Gebieten unter anderem noch die Bonusziele und da muss man... Oder braucht man halt Chars, die dementsprechend niedrigstufig sind, um dann überhaupt diese Bonusziele erhalten zu können. Die habe ich nebenbei auch hochgezogen. Der Shami war ja vorher schon quasi auf 60. Aber die anderen beiden, die haben jetzt einige Level gemacht. Ich glaube, den Warrior habe ich von 0 an hochgezogen. Der Magier war schon irgendwie so 20, 30 rum. Der ist auch schon fast 60. Also ja, haben nebenbei noch ein paar Level gemacht. Besser ist aber, dass ich hier das letzte Teil gekriegt habe. Ja, damit sind wir auch durch mit dem DH. Jetzt brauche ich noch den Shami. Und dann muss ich noch gucken, ob der in Evoker auch noch solche Kisten hat. Das werde ich aber noch schauen müssen. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.